hey und hallo, einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag, Morgen. Ey, ich habe keine Ahnung mehr, welche Zeit wir überhaupt haben oder welche Zeitzone. Wir sind ja von Chicago nach Indianapolis, was auch nochmal eine andere Zeitzone ist. Das ist eine ganz ungewohnt, dass ich keinen Hut in meinem Video habe, aber ich habe keinen Hut dabei, weil ich keinen Bock hatte, dass der zerknickt und ich wollte ihn auch nicht dauernd im Flugzeug tragen. Und vielleicht hole ich mir noch eine coole Cappy hier in den USA. Bin leicht verschnupft, mir geht es uns aber gut. Das ist, glaube ich, das ist so krass hier. Wir hatten es schon in Chicago, wir haben es jetzt hier auch in Indianapolis. Es sind immer ungefähr so 30, 32, teilweise in Chicago 34 Grad, brutalst hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann ist es aber natürlich halt hier in den USA überall Klimaanlagen. Das heißt, du gehst irgendwo rein, zack, runtergekühlt auf gefühlt irgendwie minus 5 Grad. Und gehst wieder raus, zack, erwischt dich wieder die Hitzekeule. Also ich merke sofort, ein bisschen leicht erkältet, aber nichts Schlimmeres. Alles gut soweit. Und ja, gestern der erste Tag der GenCon. Ich gebe euch da mal mein erstes kleines Feedback und zeige euch gleich noch ein paar kurze Aufnahmen. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht, die aber nicht so gut gelungen sind. Da hat mir irgendwie die Kamera rumgezickt. Geht aber gleich nochmal zu GenCon und da dann nochmal ein bisschen mehr. Und es gibt ja auch noch ein Loot-Video. Dazu aber auch später mehr. Wobei, vielleicht liegt hier sogar schon was rum. Hüste. Ja, gestern ging es dann los, 10 Uhr offizielle Eröffnung und, Entschuldigung, 10 Uhr offizielle Eröffnung, wir waren dann schon irgendwie um 8:30 da, um zu gucken, wie ist wo was und einfach die Atmosphäre aufzusaugen, das war schon mega, mega cool. Hab dann in der Schlange auch ein paar Amerikaner kennengelernt, die irgendwie jedes Jahr aus North Carolina angereist kommen, sagt dann auch irgendwie, es sind 8-9 Stunden Fahrt. Wo ich dann sagt, ja, das ist doch klein, das ist doch gar nicht so weit. So, okay, ja, hier sind es einfach andere Dimensionen. Und ich habe auch so meine Liste gehabt an Spielen, die ich haben wollte und habe die dann auch versucht abzukaspern und habe dann festgestellt, okay, wenn man denkt, auf der Spiel in Essen gibt es Schlangen, das ist nichts gegen die GenCon. Also die Amerikaner stehen scheinbar noch lieber Schlange, als wir das tun. Es ist echt der Wahnsinn. Also man hat einige Titel hier, die natürlich auch gehypt sind, wo die Leute wirklich, wirklich anstanden und ich mir gedacht habe, what? Und mein Titel, den ich unbedingt auf meiner Top 1, der auf Platz 1 war, den habe ich jetzt sogar witzigerweise liegen, das Twilight Imperium Inscription, das Twilight Imperium Roll and Ride. Also ich bin mal mega, mega gespannt darauf. Und da sagte mir Fantasy Flight, als ich direkt da war, ja, hier, wir haben eine Kooperation mit Manager Market, da kannst du das kaufen. Zack, hin und Schlange aus der Hölle. Sag ich mir, na, komm, scheiß drauf. Vorher konnte ich noch ein Cat in a Box mitnehmen, das war dann ganz gut. Und ab in die Schlange und dann sagte die, ja, wir haben übrigens nur 50 Exemplare pro Tag. So, okay, gucke die Schlange, komm, gehst das Risiko ein. Hat nicht geklappt. So, scheiße, dachte ich mir, gut. Ja, morgen kommst du um 10 wieder, dann haben wir wieder 50 Exemplare. Also ich habe mich gedanklich schon von Twilight Imperium Inscription verabschiedet, weil ich mir dachte, ja komm, das tust du dir auch morgen nicht an. Bin dann weiter rumgelaufen, dazu dann gleich mehr. Und dann irgendwann so 2 Stunden später, also das Teil war ruckzuck ausverkauft natürlich und gab es da wohl auch nur beim Miniature Market. So, und 2 Stunden später bin ich dann irgendwo in so einer kleinen Ecke, fast schon ein bisschen abgelegener, wo halt eher so ja, Schmuckstände waren und ein paar kleine Shops. Und dann sehe ich da einen so einen Brettspielverkaufsshop, wie man die halt auch auf der BerlinCon kennt oder auch auf der Spiel, und räumen da gerade so 5 Twilight Imperium Inscription. What? Geht da schnell hin? Ich höre, do you sell them? Yeah, yeah. Und dann sagte mir die Dame ganz nett, ist ein Shop aus Indianapolis. Und dann sagte sie, ja, sie haben selber ein bisschen das organisiert, dass sie zumindest ein paar Exemplare zu Verkauf da haben. Die waren dann irgendwie 8 Dollar teurer als jetzt bei Miniature Market. Wo ich gesagt habe, ja gut, okay, das, den Ton sterbe ich dann gerne. Ja, und habe es dann noch bekommen. Und die waren dann aber auch ruckzuck weg und dachte, wow, holy, was ein Glück und bin ganz happy. Ansonsten muss man einfach sagen, es ist overwhelming. Es ist so krass hier. Schlange stehen, wie gesagt, ist ein großes Thema. Aber auch bei solchen Sachen, der Merch-Stand von der GenCon, der ist ziemlich gehypt. Das sind sehr beliebte Sachen, immer die alljährigen T-Shirts zu haben. Ist halt ähnlich wie bei so einer Festival-Saison. Aber da was zu bekommen, das ist fast unmöglich, wenn man da irgendwie nicht sagt, okay, ich stelle mich da jetzt irgendwie ewig an. Ich habe es gestern früh versucht, die machen schon um 9 Uhr auf. Der Rest der Messe macht um 10 Uhr auf. Da war da eine riesige Schlange, die mit Sicherheit, also ungelogen, das ist jetzt nicht übertrieben, die war länger als die Schlange beim Berlin-Konflormarkt. Und Kenner wissen, wovon ich rede. So, da bin ich dann, als wir die Messe gegen 16 Uhr verlassen haben, nochmal hingegangen und habe gedacht, na komm, das wird ja jetzt sich vielleicht ein bisschen gelegt haben. Da war die Schlange immer noch so, dass ich sagte, ja, da stehst du mindestens eine Dreiviertelstunde an, wo ich gesagt habe, komm,
Ich schaue heute mal, ob es vielleicht klappt. Ansonsten, die Eindrücke hier sind einfach phänomenal. Es ist alles gigantomanisch. Es ist ja nicht nur diese eine Halle mit den Spielen, wo man die Spiele kaufen kann. Es sind noch ganz viele kleine Räume, die davon abgehen. Es ist noch diese riesige Halle, wo Turniere gespielt werden, wo viel mit Tabletop gespielt wird. Das ist alles ein Wahnsinn. Also gestern war erstmal so, okay, meine One-To-Liste abarbeiten und dann einfach die Eindrücke auf mich wirken lassen. Und was auffällt, die Leute sind super freundlich. Die Leute sind total nett, zuvorkommend, hilfsbereit. Das ist wirklich mega. Gestern auch ein paar coole Gespräche mit ein paar Bloggern gehabt, unter anderem mit dem Tom Wessel. Mal gucken, wir gehen auf das Spiel Currywurst essen. Er kannte Currywurst, er sagte, er liebt Currywurst, denn er suchte immer noch die perfekte Currywurst. Und ich sagte, gotcha, I will show you. Sehr, sehr cool. Wie gesagt, gestern war erstmal ganz ein Eindruck, es war einfach viel, es war einfach alles neu, es war einfach, wie gesagt, so die Spiele, die ich unbedingt haben wollte, abarbeiten, was bei auch alles geklappt hat. Heute gehe ich auch ohne Cat hin. Cat macht mit unserer Motte hier was beim Hotel, sind viele coole Kinderspielplätze und ich sagte, heute mach du mal deinen eigenen, weil ich auch ein bisschen mehr filmen will und ein bisschen mehr quatschen will, so mit ein paar Verlagen und ja, wen man noch so trifft. Deshalb jetzt gleich dann erstmal frühstücken gehen und dann fahre ich heute alleine hin und freue mich da aber auch schon drauf, einfach mal so ein bisschen rumzuschlawieder, weil wenn man mit Frau und Kind, gut, Cat interessiert sich natürlich auch für die Spiele, aber gerade die Motte, für die ist das dann doch schon irgendwann anstrengend und da muss man natürlich auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Die machen heute was für sich und heute macht Papa dann seinen großen Gen-Con-Spielplatz. In diesem Sinne, Loot gibt es bald auch zu sehen. Ich mache ein schönes großes Loot-Video, aber da ich denke, dass ich heute auch noch das ein oder andere Spiel einpacken werde, mache ich das, wenn ich alles gemeinsam habe und dann machen Cat und ich die große Loot-Escalation. Ja, was ist alles denn so in meinen Rucksack gekommen? Ihr seht ja schon ein bisschen... ist da hier gelandet. Freue mich ansonsten von euch zu hören. Wenn ihr noch irgendwelches Feedback habt zu GenCon oder Fragen, schreibt es gerne in die Kommentare. Macht's gut, bis bald. Danke und tschüss.